Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu In Sound Mind. Was haben wir das letzte Mal erlebt? Wir haben gegen Alan gekämpft, erneut auf dem Hof von der Werft. Genau, von der Werft. Und was haben wir danach getan? Wir sind hier in diesen Schuppen geflüchtet. Genau, wir haben die Sicherungen gefunden. Ja. Und sind dann, haben den Kran bewegt. Ach genau, wir haben richtig viel noch erlebt. Wir sind dann über die Werftzäune drüber gesprungen, sind dann zum Leuchtturm zurückgerannt. Das war die große Aktion am Ende vom letzten Mal, genau. Und sind jetzt hier in einem Gebäude angekommen, wo ich leider gerade nicht sagen kann, wo das genau ist, weil ich hier nicht mehr rauskomme. Ja. Sorry dafür. Aber es wird trotzdem spannend. Davon gehe ich aus. Beim letzten Mal waren wir auf jeden Fall hier, genau wie ich kann mich noch an diese Zimmer hier erinnern, wo ich das letzte Mal gemeint habe, ich habe Angst, dass es vielleicht, dass wir da zu viel wiederholen müssen beim nächsten Mal. Dem ist nicht so. Wir sind wieder hier angekommen, wo wir Leuchtturminnenräume. Ach, wir sind im Leuchtturmgebäude. Das ist aber ganz schön geräumig hier, oder? Laut Agent, Anweisungen sind alle leicht entzündlichen Container mit, von der Bucht, wo, nach drinnen zu bringen. Rauchen verboten, keine Leuchtpistolen oder Sprengstoff in der Nähe dieses Teufelszeugs. Achtet auf den Fahrer, der gern beim Transport raucht. Wenn er sich nicht an, hält, sofort verhaften. Das haben wir beim letzten Mal gelesen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Gut, dass wir es trotzdem nochmal gelesen haben. Weil wir auch so viel Zeit haben pro Folge. Och nee. Was? Ja. 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 Haben wir auch das letzte Mal gehört? Interessiert mich nicht mehr, was der zu erzählen hat. Echt jetzt so einen langen Zeitungsartikel, wollen wir den wirklich lesen? Ja, wollen wir. Was ist. Ah, das ist interessant. Ich habe erst Alien gelesen. Was ist wirklich mit Alan Shore passiert? Kolumne von Jorge Avalos. Der Fall von Alan Shore, dem Leuchtturmwärter, der verdächtigt wurde, den Brand gelegt zu haben, der Teile von Icarus Point zerstörte, bleibt weiterhin ein heißes Thema. Alan ist ein ziemlich schräger Vogel. Aber das, was er sein eigenes Heim in Brand. Aber dass er sein eigenes Heim in Brand setzt. Ich weiß wirklich nicht, ob er zu sowas fähig wäre, sagte Frankie Nielsen, ein häufiger Gast am Icarus Point. Einer offiziellen Pressemitteilung des Milton Haven Polizeireviers versichert, dass Alan das Feuer mit einer Signalpistole auslöste und dass der Fall derzeit als fehlgeschlagener Selbstmordversuch untersucht wird. Dieser Reporter hat jedoch so seine Zweifel. Warum sollte Alan eine Signalpistole in Besitz haben? Ein Gegenstand, den man gewöhnlich eher in Schiffen auf See findet als in einem Leuchtturm. Das ist eine gute Frage, ne? Naja, er wollte dann der Dunkelheit letzten Endes doch entfliehen. Er hat irgendwann scheinbar das Interesse an der Dunkelheit verloren, die er ja lange so geliebt hat auch, ne? Er hat es ja richtig genossen, diese Einsamkeit und diese Traurigkeit. Er war halt verrückt. Das USS Thanatos Frachtschiff an der Unglücksstelle. Die Sache wird noch verworrener, wenn man Alans Anruf bei der Polizei kurz vor dem Unglück bedenkt. Er erwähnte Männer in Schwarz, Akte X, die an der Unglücksstelle am Strand von Patmos ein- und ausgingen. Sah Alan etwas, das er nicht hätte sehen sollen, oder ist das nur das Hirngespinst eines mental instabilen Menschen? Nur Alan Shore kann diese Fragen beantworten und er wird es möglicherweise nie mehr tun. Und er wird möglicherweise nie mehr aufwachen. Oh, im Koma. Doch, ich lese den Kram jetzt in Zukunft immer vor, weil das macht mir Spaß. Wie ihr vielleicht gemerkt habt. Ja, und wer das nicht braucht, der kann einfach ein paar Sekunden vorskippen, ne? Ich finde das witzig. Was haben wir hier? Fernseher. Oh ja. Was läuft denn? Red TV. Lassen wir mal an. Licht ist immer gut.
Der Fernsehschlüssel fühlt sich statisch aufgeladen an. Boah. Habt ihr das Pfeifen gerade gehört? Das waren meine Zähne. Ich neige dazu, zu solchen Plosionslauten zu neigen. Ich neige dazu, zu etwas zu neigen. Ich mache, wenn ich Sch oder S sage, manchmal so einen Pfeifton, der unwillkürlich kommt und unbeabsichtigt. Naja. Wayne interessiert. Ist ganz hübsch eingerichtet, der Leuchtturm, dafür, dass es ein Arbeitsplatz ist. Schön gemütlich, also. Ich denke, der Job war nicht so furchtbar, wie man sich es vielleicht vorstellt. Was steht da? Welcome? Okay, er hat also der Teufel, ich sag einfach mal Teufel zu ihm, sich keinen üblen Scherz erlaubt mit Schriften. Fernsehschlüssel. Ja, warte mal. Fernsehschlüssel heißt das, wir können den Fernseher aufschließen? Nee. Bullshit. Aber wofür braucht man einen Fernsehschlüssel? Ah, es gibt noch mehr Räume. Schlafzimmer. Oh, die Uhr. Ihr habt es auch gesehen, ne? Hier lag ein Schlüssel. Ah, verdammt. Erstmal lesen. Es ist jetzt 14.49 Uhr und ich bin am Icarus Point. Ich schaue auf das weite Meer hinaus und bin traurig. Das ist Alan. Ich weiß nicht warum. Die Traurigkeit fand Einlass in meine Brust. Sie zog mit Hab und Gut ein und hat sich dort breit gemacht. Das ist dumm. Der Doc sagte, ich soll es rauslassen, wenn mir danach ist, mich zu äußern. Aber mir tut der Hals weh und ehrlich gesagt will ich nur sagen, dass ich traurig bin. Ich sage es ohne zu wissen für wen. Ich sage es dem Meer. Ich bin traurig. So, mach damit, was immer du willst. Ja. Und er hat es doch eine ganze Weile auch genossen, ne? Hat aber dann irgendwann doch gelernt, dass es nicht gut ist, immer traurig zu sein, und hat versucht, sich zu bessern. Guck mal hier. Ja, es gibt mehrere Schlüssel. Okay, ja, wir sollten uns vielleicht auch mal diese verschlossene Tür da draußen anschauen. Augenblick kurz. In der Highschool versteckte ich mich gerne in der Dunkelkammer. Ich war nicht einmal Mitglied im Fotoclub. Das rote Licht beruhigte mich. Es war entscheidend für meinen gesunden Verstand. Drei Schlösser, die wir knacken müssen. Zwei Schlüssel dafür haben wir schon. Batterie. Vielleicht? Da war doch eben irgendwas. Ah. Leider nicht weiter, aber immerhin. Also hier muss natürlich auch irgendwo der Schlüssel versteckt sein. Die Frage ist nur, wo? Wo bist du hin? Denn es macht keinen Sinn. Keine Ahnung, wo er ist. Ah, Scherben.
Das ist nicht ganz einfach. Ach da. Ich weiß gar nicht, woher ich den habe. Bojenschlüssel. Okay. Jetzt wird's spannend. The door is all success. No dice. Worth a try. Hey, got it. Got it. Er nur wieder. I needed that. Ja. Mit dem Typen echt gern mal so eine Leuchtkugel in den Rachen schießen. Und hier? Hat der da auch das Bedürfnis nach? Zeigen wir es dem Halunken. Auf geht's. Go, go, go! Bosskampf oben auf dem Leuchtturm, hä? Huh? Was für eine Reise das gewesen ist. Scheiße. Und jetzt? Da. Komm schon. Meine Fresse. Ich will Heilung. Gib mir. Ja. Oh. Ja, ich hab's instinktiv gemacht einfach. Ich hab gemerkt, irgendwie geht hier gar nichts. Also rotz einfach drauf. Und es war die richtige Entscheidung. Aber wäre es vielleicht besser gegangen, wenn ich einfach mit der Leuchtkugel drauf geschossen hätte? Das war für mich abwegig, weil es war ja ein Licht. Es war ja ein Licht da. Hm. Egal. Egal, wir haben es geschafft. Und jetzt können wir endlich die Glühbirne austauschen. Time to shed some light. Wow! Komplett im Arsch. Of course, no power. Ja, aber die ist jetzt... I need to figure out a way to restore power. Die ist jetzt kaputt, nee. Weil... Das klang schon so, als ob es sie gerade zerstört hätte. Strom anschalten im Leuchtturm. Gab es hier einen Generator? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich muss mal kurz die Kamera ein bisschen. So. Sorry. Ich bin wieder da. Ja, nein. Einfach nein, Leute. Ich habe kaum noch Lebensenergie. Du erntest, was du säst. Bring zu Ende, was du begonnen hast, Desmond. Boah. Mit so wenig Leben? Wir kämpfen jetzt gegen Alan. Mit so wenig Lebensenergie. Immerhin. Batterie ist voll. Der Generator zeigt Zeichen des Verfalls. Manchmal, wenn er bei Reinigungsarbeiten abgeschaltet war, braucht er einen kleinen Anstoß, um wieder in Fahrt zu kommen. Seltsamerweise kann ich das nachempfinden.
Ja. Oh. Ein Labyrinthbereich. Das wird ein ekliger Bosskampf. Auf geht's. Ach so, das ist der Strom und der ist natürlich aus. Ah ja. Es wird ganz, ganz furchtbar. Ich dachte, der sprengt die Kisten vielleicht mit. Hat er nicht gemacht. Hier geht's nur mit der Leuchtpistole durch. Und hier müssen wir Alan zwingen, die Kisten freizuräumen. Das wird aber wieder sehr unangenehm, weil wir nicht so viel Leben haben, wird's gefährlich. Oh Mann. Ist ein Holzstück im Generator eingeklemmt. Okay. Check ich nicht. Komm, mach die Kiste kaputt. Oh nee, ich dachte, da komme ich durch. Okay, die muss er kaputt machen. Sind gleich tot. Ätzend. Hier die Kisten kaputt machen. Hier immer noch nicht durch. Wie ätzend. Wie sollen wir den denn kontrolliert diese Kisten kaputt machen lassen, ohne dass wir sterben dabei? Mit der Taschenlampe anleuchten im richtigen Moment? Das könnten wir probieren. Ja, das geht sogar. Cool. Dann müssen wir nicht dauernd die wertvollen Leuchtkugeln verbrauchen. Hau ab. Und jetzt hier durch, oder was? Ja. Ah! Noch mehr. Boah, der macht aber Schaden, Leute. Das halten wir nicht mehr lang durch. Ah, okay. Bleibt das jetzt so schnell? Ah! Nee.
Aufschießen, durchrennen. Ah, das hört nämlich auch auf. Guck. Ich muss es doch anschnalzen. Und dann geht's. Ja. Oh. Ja. Geil. Stress pur. Aber geil. Jetzt können wir hier noch ein bisschen rumlaufen. Ist doch gar nicht dunkel. Was laberst du? Batterie. Unglaublich, dass er uns nicht getötet hat. Das war knapp. Das war echt ein enges Höschen. So. Das sah komisch aus. Das sieht echt komisch aus. Okay, Strom ist da. Ich glaube aber, es kommt... Es kommt echt noch ein weiterer Bosskampf. Ja, du mich auch. Na komm. Stirbt er jetzt? Whatever this chemical is, it's gotta be the source. Hm. Krass. Braver than you know. Alan's madness came on just as suddenly as Virginia's did. I have no doubt their cases are linked. I need to follow the chemical trail. See where it takes me. Hm. Geil, oder? Es ist eine investigative Story darüber, wo dieser Schmodder herkommt und was er anrichtet. Cool, oder? Das ist jetzt nicht unbedingt was, was man von Anfang an erwarten würde. Gefällt mir. Gefällt mir echt gut. Alan. Also er hat das Schiff in Brand gesteckt? Oder hat er es zum Kentern gebracht? Eins von den beiden, die Thanatos auf jeden Fall. Ja. Dann sind wir hier fertig. Da ist der Ausgang. Tonband zu Ende. Das war gut. Ich glaube, jetzt können wir uns auch noch genau zu Ende anhören, worum es geht und was Alan so denkt. Ja. You've reached the office of Dr. Desmond Wales. Please leave a message after the tone. Doc? Doc, are you there? Why would you be there? It's the middle of a goddamn night. This is bad, man. I don't even know what's happening. I swear, Doc, I didn't even know it was supposed to come through. Das Schiff, ne? Ja, ich sag ja, er hat's kentern lassen. Er hat den Leuchtturm ausgemacht. Und hat dafür gesorgt, dass das Schiff an den Klippen verunglückt ist. Aber es schien ihm leid zu tun. Er hatte das nicht vorgehabt. Aber warum ist er dann gestorben? Was ist passiert? I'm pretty good at getting a copy of the log from the wharf. I know what's coming in. It's not even my job. I just like to be prepared. But that ship. It said nothing about that ship, man. And then the bulb quit on me, man, when I needed it the most. It quit on me. Everything was so dark. And then boom! The ground is shaking. Also das Schiff hat diese Ladung getragen. Das waren die Berichte, die man gelesen hat von diesen Mitarbeitern von der Pharmaceutical. Die Thanatos hat diesen Drecksstoff geladen.
Und durch das Unglück ist er freigesetzt worden. Irgendwie so, ne? Und hat dann Alan wahnsinnig gemacht. Es scheint irgendwie eine Art Schattenchemikalie zu sein. Krass. Und jetzt? Sackgasse? Ne, hier rüber. Wie das letzte Mal auch schon. Na, schaffst du es? Das war gerade total komisch. Das war verbuggt. Ich kann nicht mal beschreiben, wie sich das gerade angefühlt hat. Ich wurde da irgendwie rübergezogen. Und konnte mich sonst nicht bewegen. Naja, egal. Ja. Ich wusste, dass ich da nicht ohne Schnellrennen drüber komme. Lass uns noch mal kurz reinhören. Ich habe das bestimmt jetzt abgebrochen mit meinem Dummheit. Nygaard. Ja, das muss man, Alan. Das hast du richtig erkannt. Okay. Fall geklärt. Zumindest der von Mr. Shaw. Aber das große Ganze bleibt uns noch verborgen. Jetzt sind wir wieder in der Klinik. Ich komme langsam echt klar mit diesem weirden Stuff. Und mit dieser weirden Aufmachung. Das ist cool, Leute. Ich würde sagen, das langt doch erstmal für heute. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein zur Mystery-Sendung In Sound Mind. Ich danke euch fürs Zuschauen. Hat mir wieder sehr viel Freude bereitet. Ich hoffe, euch auch. Haut rein, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.